Hallöchen, Monsieur Speerfisch. Habe ich dich nun also doch erwischt, wa? Ja, tatsächlich. Ihr traut wahrscheinlich kaum euren Augen, aber wir haben tatsächlich den Speerfisch, oder auch Marlin genannt, gefangen. Endlich. Ja, und zu diesem Auftakt ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Okami HD. Hey! Wir haben es endlich geschafft, diesen verdammten Speerfisch zu fangen. Guck dir das an! Der mächtige König der See, der Speerfisch! Ja! Ja, ich wollte euch einfach das mit dem Angeln ersparen. Also ich wollte nicht nochmal diese ganze Angelgeschichte in einen Part packen, weil das hatten wir, glaube ich, jetzt zu Genüge. Und ihr wisst, was ich für Probleme damit hatte, mit der ganzen Geschichte, mit dem Angeln und so weiter. Jetzt habe ich das halt offscreen versucht, weil, wie gesagt, ich wollte euch damit auch nicht weiter nerven, langweilen, wie auch immer. Es hätte mir sonst auch einfach nur kirre gemacht. Ich hätte wahrscheinlich hier noch ewig gesessen. Aber hey, es hat jetzt irgendwie geklappt. Ich habe es doch noch geschafft, diesen verdammten Fisch zu fangen. Aber gut, jetzt können wir den doch endlich mal beim Herrn Umineko, hieß er, glaube ich, können wir ihn jetzt endlich abliefern. Wuhu! Endlich habe ich ihn! Ich fische hier in Ryoshima jetzt schon seit ein paar Jahren, aber ich habe noch nie einen so großen erwischt. Tja, den hast du aber auch nur erwischt, weil ich dir geholfen habe. Okay? Keine Zeit zu verlieren! Dieser Primadonnenkoch will nur den frischesten Fisch. Ich bring das schnell zu ihm. Ciao. Du bringst das schnell zu ihm. Und wie stellt ihr das bitte an? Er hat nicht mal ein Boot oder so. Aber gut. Er erledigt das scheinbar für uns. Er bringt den Fisch dorthin. Gut, dann werden wir uns auch gleich zu Umineko begeben. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, ich meine, auf einer dieser kleinen Inseln war doch eine geheime Quelle gewesen, wo wir doch Yen hineinwerfen können. Und ich glaube, es war nicht hier. Nein, okay, es war nicht hier. Natürlich nicht. Ja, wo wir letztens ja nicht wirklich Yen hineinwerfen konnten, weil wir einfach keine hatten. Aber das würde ich doch gerne eben nachholen noch, bevor wir zum Koch gehen. Es ist nur die Frage, welche Insel war es jetzt? Ist es vielleicht diese hier, gleich hier vorne? Schauen wir doch mal gleich. So. Denn ich meine, mich zu entsinnen, dass tatsächlich etwas passiert, wenn wir dort hinein... Ist das das Richtige? Ich weiß nicht, ob es das richtige Loch ist. Keine Ahnung. Nein, tatsächlich nicht. Aber hier ist ein Dämonentor. Gut, das können wir doch auch eben machen. Warum nicht? Stimmt, hier war dieser Spinnendämon, der mich so aufgehalten hat. Dabei hätte ich es mir mit dem eigentlich viel einfacher machen können. Aber nein. Ich hätte es mir mit dem einfacher machen können. Habe ich aber nicht. Und ich sehe gerade, ich habe immer noch das blaue Schwert ausgerüstet. Ich hatte eigentlich das grüne ausgerüstet. Aber gut, das hat er wahrscheinlich nicht übernommen. Und du geh mir doch jetzt hier nicht auf die Gusch. Okay. Ja, ihr könntet schon längst erledigt sein.
waren doch sonst nicht so hartnäckig. Sind die jetzt hier extra hartnäckig? Nur für mich wahrscheinlich. Komm, wir rüsten eben das Grüne aus. Aber es fehlt aber auch noch eins. Ist die Frage, wo bekomme ich das her? Oder vielleicht geht es hier auch noch weiter. Das kann natürlich auch sein. Hm, wo bekommt man denn das andere Schwert noch her? Aber es sieht zumindest ja so aus, dass wir zumindest noch ein weiteres bekommen. Könnten. Nur weiß ich partout nicht mehr wo. Ach Mensch, ihr gebt mir gerade so ein bisschen auf den Puffer. Wisst ihr das? Haltet mich nicht auf! Ich hätte mir das mit dem Dämonentor auch eigentlich sparen können. Aber naja, gut. Ich wollte ja unbedingt gegen diese Dämonen kämpfen. Ich habe mir natürlich mal wieder gedacht, hey, wenn ich schon mal hier bin. Das mit der Bombe hat nicht so geklappt wie ich. Ja, normalerweise zieht denen das mehr ab. Und ich glaube, diese Gegner hier, die sind etwas hartnäckiger. Was gehabt. Verursacht großen Schaden. Ja gut. Das ist doch was. Ich wollte eigentlich. Welches war denn das? Angriffskraft. Immer noch da. Ich habe ihn wieder nicht getroffen. Eieiei. Oh oh, mir geht's nicht so gut. Damit unsere Verteidigung ein bisschen stärken. Thank you.
sogar noch einer, der hat noch eine volle Leiste. Na, Sakko, da hast du dir ja was Tolles überlegt. Du musst es ja auch unbedingt gegen die Dämonen hier antreten, in diesem Dämonentor. Alter, ist ja jetzt gerade noch einer aufgetaucht. Wo ist denn eine? Hier völlig nervigen Dämonen. Och nö, ist da jetzt gerade noch einer aufgetaucht? Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Scheinbar auch keine anderen Hobbys hier. Ach komm schon. Ja, also wenn sich das nicht irgendwie gleich zumindest ein bisschen für mich lohnt, dann weiß ich auch nicht. Es ist jetzt langsam Schluss, Mensch. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, aber hey. Oh, ich kann scheinbar einen Special-Angriff ausführen. Das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gemacht. Schon so weit gespielt und merke das jetzt erst, dass ich sowas einsetzen kann. Sehr gut. Könnt ihr euch bitte verpieseln? Danke. Och nö. Da kommt jetzt nicht ernsthaft noch einer, ne? Och nö. Das ist wohl scheinbar so ein Dämonentor wie das... Oder halt sowas ähnliches wie bei den einen Dämonen, wo das auch so viele waren. Und das gedauert hat, bis man die besiegt hat. Warum ausgerechnet jetzt? Glaubt ihr ernsthaft, ich möchte euch mich jetzt mit... Nein. Ich möchte mich jetzt mit euch befassen? Ganz sicher nicht.
nein. Hat euch jemand schon mal gesagt, dass ihr absolut nervig seid? Boah, wird das hier heute noch was? Ich find's ja cool. Aber Kampf, du frisst auch gerade den Großteil dieses Parts irgendwie, gerade wieder. Ich möchte nicht, dass das hier wieder so eine Aufhaltnummer wird wie mit der Dämonenspinne. Wo ich auch tatsächlich zufällig gesehen habe, dass ich mir hätte diesen Kampf gegen diese Spinne abkürzen können. Da gab es nämlich einen Trick bei, wo ich aber partout nicht dran gedacht habe. Um einfach alle Dinger zu treffen auf dem Rücken von der Spinne, falls ihr euch erinnert. Nein, ich natürlich nicht. Warum sollte ich denn dann sowas denken? Ich musste ja jedes einzelne Ding einzeln machen. So, ist jetzt langsam mal gut hier, ja? Ach nee, da kommt noch einer. Warum? Gerade vorhin habe ich noch so gedacht, kann ich denn mal langsam wieder Schluss sein hier mit den Gegnern? Nein, natürlich nicht. Wäre ja natürlich auch zu einfach gewesen. Ich habe das Gefühl, es werden immer nur mehr und nicht weniger. Da taucht jetzt nicht noch einer auf, ne? Ich kann aber auch nicht fliehen aus diesem Kampf. Das ist das Problem. Ich muss die jetzt halt dummerweise besiegen. Das andere bleibt mir gar nicht übrig. Versuchen wir es einfach mal hier mit. Ja, ich glaube, das ist wesentlich effektiver. Da hätte ich vielleicht vorher schon mal dran denken sollen, mal die Waffe einfach zu wechseln. Weil das Schwert kommt hier scheinbar nicht so gut an. Leute, es ist hier langsam Ruhe im Karton. Und es werden immer mehr.
ist hier aber auch genug. Letzten beiden bitte. Ja, danke schön. Taucht zumindest kein weiterer mehr auf. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Na komm. Ist jetzt gut. Das hat Zeit gekostet. Und ja, super. Ich habe jetzt nur ein paar Yen dafür bekommen, oder? Aber gut. Mehr Yen für mich, die ich in die Quelle reinwerfen kann. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe, ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, dann hat man, glaube ich, wenn man genug, ich wollte eigentlich nicht hinunter, hallo, oh, ich wollte eigentlich nicht hinunter zum Drachenpalast, aber hey, danke. Da war ich etwas zu nah am Wirbel dran. Oh, danke, Wirbel, dass du mich wieder aufsprichst. Ja. Doch, ich meine, wenn man genug Yen in die Quelle reinwirft, bekommt man als Belohnung eine Fähigkeit. Wenn ich mich jetzt nicht irre, natürlich. Weil ich meine, es kann sein, dass man die Fähigkeit bekommt. Ah, hier. Würdest du bitte da hochspringen? Danke. Oder auch nicht. Gut, Ami, dann spring halt nicht da hoch. So. Genau. Wir haben nämlich hier ja diese Steine, wo es drunter leuchtet. Und wir können die ja so an sich nicht zerschneiden. Und ich meine aber, wir bekommen, glaube ich, wenn wir genug Yen spenden an diese Quelle, bekommen wir, glaube ich, die Fähigkeit, Dinge zu zerschneiden, die härter sind als gewöhnliche Dinge, die wir jetzt zerschneiden können. Ich glaube, da war etwas. So, Stein. Kannst du mal verstehen? Ah, hier war das, glaube ich. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich verdrücke mich jetzt nicht. Nein, tatsächlich nicht. Und okay, die Stellen, wo man graben kann, haben respawned. Wieso auch immer. Ich bin eigentlich in einem Part hier schon drin gewesen. Na gut, hey, ich beschwere mich nicht. Eigentlich war ich hier schon. Pass auf, nachher ist das gar nicht die richtige Quelle hier. Oh doch, scheinbar ist sie es möglich. So, ich möchte jetzt aber hier noch mehr buddeln. So. Ich habe gesagt, ich möchte buddeln. Danke. So, da hinten war auch noch was. Noch ein Kleeblatt. Noch ein. Verdammt. Jetzt fällt es mir tatsächlich nicht mehr ein, das japanische Wort für Kleeblatt. Kann aber tatsächlich sein, dass es Yotsuba ist. Was ist, war das nicht das japanische Wort für Kleeblatt? Ich meine, Yotsuba, der Manga-Charakter von einem meiner Lieblingsmangas übrigens, hat
zumindest auch eine Frisur, die so ähnlich geformt ist wie ein Kleber. So, gut. Der Gott dieser gelbigen Quelle hilft jedem, der ein wenig Geld in die Quelle werft. Hm. Wie auch immer, ist noch nie was Gutes bei rausgekommen, wenn man zu viel Geld hat. Warum nicht Geist und Seele durch eine kleine Spende läuten? Ja, warum nicht? Wie viel haben wir denn? Ja, wir haben ein bisschen was an Yen. Warum spenden wir ihm mal 20.000? Bijun! Wow, sieh dir das mal an. Die Quelle glitzert ganz schön. Die Quelle muss Geld lieben. Ich wette, es wird etwas Gutes passieren, wenn du eine größere Spende machst. Ja gut, dann spenden wir doch noch mehr. Wir haben ja über 200.000 Yen, also schmeißen wir nochmal 20.000 Yen rein. Okay, das ist der Quelle scheinbar noch nicht genug. Gut, ich will nicht so sein, dann bekommst du nochmal. So insgesamt 60.000 Yen. Das ist eine ganz schön gierige Quelle. Hallo, wer bist du denn? Tachigani. Ah, Materasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Nur ein Herz, so rein wie das deine, kann die Finsternis durchdringen. Ich, Tachigami, kann die Großzügigkeit, die von dir ausgeht, spüren. Unser Treffen hat meine Kraft wieder zur alten Stärke gehört. Dein Kraftstreich soll noch stärker werden. Oh, guck mal. Ich hatte doch recht. Nutze diese Kraft mit Bedacht. Oh, ist er nicht putzig. Yay. Die Wirkung von Tachigamis Kraftstreich soll sogar noch stärker werden? Bedeutet das etwa, dass du jetzt die Dinge zerschneiden kannst, die du vorher nicht geschafft hast? Sehr wahrscheinlich. Junge, ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Gemach, gemach, mein junger Freund. Kraftstreich 2. Schriftrollen enthält nützliche Informationen. Gut, aber wir sind hier soweit fertig an dieser Quelle. Ich schaue nur noch mal eben, ob nicht hier hinter vielleicht irgendwie noch etwas ist. Sie glitzert vor Zufriedenheit über deine Spende. Ja, jetzt hat sie aber auch genug Yen bekommen. Da. Mir einen schönen Weg ausgesucht hier. Gut. Dann. Guck mal, hier bekommen wir sogar noch neue Yen. Yay. So. Gut, aber jetzt wollen wir nun wirklich zum Koch. Denn der wartet schon auf uns. Denn wir wollen doch auch wissen, was uns erwartet. Gut, wir sind wieder hier oben und haha, jetzt können wir doch bestimmt diesen Stein hier verschneiden. Ach, guck mal, es funktioniert tatsächlich. Ja gut, es war ein Kleeblatt darunter. Besser als nichts. Und wir haben ja auch weitere solcher Steine gesehen. Die jetzt allerdings auf Anhieb noch weiß, welche das, wo die sind, ist, weiß ich jetzt zwar nicht. Aber gut, das sind ja eher so Kleinigkeiten, die man auch offscreen erledigen kann. Mal gucken. Okay, wo ist mein treuer Begleiter? Opa, wo bist du? Wo hat uns Orca denn abgesetzt? Orca, da ist er. Orca, mein Freund. Bitte bringe mich zurück. Ja, ich möchte auf dir reiten. Hi ho, Orca. Orca. Also so schwer kann das ja nun nicht sein, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Verstehen? Oh, Leute, ich sollte aufhören damit. Ich habe halt nur mal Spaß, okay? So. Jetzt wollen wir aber nun mal endlich zu dem Koch gehen. Lauf, 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 lauf. So,
Dafür müssen wir aber auch eben auf die andere Seite. Denn sein Restaurant war ja auf dieser Seite. Und ich bleibe an der Brücke hängen. Yay! Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich... Oh, aber erst natürlich speichern. Ganz wichtig, weil ich möchte bitte nicht das mit dem Angeln nochmal machen müssen. Bitte nicht. Nein, ich verzichte. Ich hoffe, wir haben auch endlich mal genug geangelt in diesem Spiel. Ich glaube, wenn ich hier noch einmal angeln muss, dann, dann drehe ich durch. Nein, ich glaube, das müsste es aber auch soweit gewesen sein. Toller Zeitpunkt, dass es jetzt gerade dunkel wird. Danke. Und so. Ich möchte jetzt aber hier rein. Danke. So. Gut, dann wollen wir ihn doch mal eben noch besuchen. Hallo, hallo. Wenn du nach Mineko suchst, der ist wieder draußen. Der ist wieder draußen? Wieso ist er draußen? Er scheint sich wegen seiner Kochkunst große Sorgen zu machen. Versuch ihn mal etwas aufzumuntern. Okay, nur der Fischer ist. Warte mal, ist das nicht Mineko? Hat sie gerade nicht gesagt, er ist draußen? Er steht doch hier. Hallo. Hallo Hündchen. Ergötzt deine Augen an diesem herzhaften Zappler. Dieser schreckliche Wasserdrache hat alle Fische verscheucht. Aber guck dir die Größe von diesem Sperrfisch an. Ich brauche ein paar Früchte des Meeres, um zu zeigen, was ich drauf habe. Nur die frischesten sind gerade gut genug. Jetzt, da ich einige Zutaten in die Finger bekommen habe, ist es an der Zeit, meine Fähigkeiten wieder aufzupolieren. Wenn du schon mal hier bist, warum bleibst du nicht und guckst zu? Es passiert nicht oft, dass ich so guten Fisch bekomme. Und du wirst selten jemanden sehen, der mit dem Messer so gut umgehen kann wie ich. Genau, genug getratscht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Frische darf nicht verschwendet werden. Das wäre eine Beleidigung für den Fisch. Tritt zurück, Hündchen. Der große Meisterkoch Mineko wird seinen Zyklonschnitt entfesseln. Okay, dann let's go. Das sind ja so drei Striche an der Wand. Oh, passiert tatsächlich etwas. Also haben diese drei Striche doch eine Bedeutung. Wow, das ging fix. Er hat aus einem großen Fisch mehrere Portionen Fisch gemacht. Wow, juhu, meine beste Handarbeit bis jetzt. Meine Fähigkeiten sind zwar ein wenig eingerostet, aber jetzt haben sie neue Höhen erreicht. Ich bin gereifter. Ich bin gereifter, das hört sich gut an. Der Fisch muss frisch sein. Das Gericht muss schnell gemacht werden. Wenn ich diese Klingen schärfe, dann werde ich das nächste Mal einen Wal zubereiten. Du meinst, der passt da so auf deine Arbeitsplatte, ja? Wal? Come on. Not a Kuchida. Das gibt's hier nicht. Oh, hallo? Kasegami. Ah, Amaterasu. Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Mensch, schon der zweite Gott hier in diesem Part. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes reines Herz haben meine Macht wiederhergestellt. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie. Tanze wie ein wilder Wirbelwind. Danke, Kasegami. So wie er die Messer schwingt, hätte er einen besseren Krieger abgegeben als ein Koch. Hey, mir ist da gerade eine Idee gekommen, Ami. Der Wirbelwind, diese andere Kraft von Kasegami, ist ganz schön stark. Ich wette, sein Enthusiasmus war es, der sie geweckt hat. Wenn es das mit einem Speerfisch tun kann, dann überleg mal, was es mit diesem nervigen Monster anstellen kann. Okay. Oh, und eine weitere Truhe. Sturmwindtech. Sturmwindtech. Okay. Sie sind verschwunden. Aber ich wollte doch was davon abhaben.
Meine Fähigkeiten sind zwar ein wenig eingerostet, aber jetzt haben wir ja heile neue Höhen, bla bla bla. Bist du jetzt wieder happy? Bitte übertreib es nicht. Du könntest dich selbst verletzen. Gut. Da haben wir das doch erledigt. Endlich hast du noch etwas zu sagen. Was soll denn dieser Lärm? Hat Umineko ein neues Gericht zubereitet? Ja, hat er. Tatsächlich. Also euer Geschäft läuft wieder, ne? So, das soll jetzt aber nun hier gewesen sein. Und gut, wir zerschneiden noch eben diesen Stein hier. Ich habe gerade zufällig gesehen, dass hier einer ist. So. Ein weiteres Kleeblatt. Und mit diesem Kleeblatt in all seiner Pracht verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Und wir setzen unsere Reise dann im nächsten Part wirklich fort. Das war's an dieser Stelle mit Okami HD. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye.